Gebäude können spannende Geschichten erzählen. Von dunklen Epochen, von glorreichen Zeiten und vielleicht besonders wichtig, von eben den Menschen, von denen sonst keine Chronik berichtet. In dieser Serie wollen wir uns einige der bedeutendsten Gebäude unserer Region einmal ein bisschen genauer anschauen und versuchen, ob wir ihre Mauern zum Sprechen bringen können. Servus alle zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sprechenden Mauern. Heute wollen wir uns einmal nicht direkt mit einem Gebäude auseinandersetzen, sondern wir wollen eine kleine Spurensuche machen. Und zwar geht es heute um die Windmühlen des Fichtelgebirges. Ich bin tatsächlich erst vor kurzem wieder durch Hof gefahren und habe unterhalb von der Freiheitshalle beim Hotel Zentral nebendran eine Straße bemerkt, die bis heute den Namen Windmühlenweg trägt. Und da ist natürlich noch sofort das Interesse geweckt gewesen. Und ich habe gedacht, Mensch, die heißt doch wahrscheinlich nicht von ungefähr so, da muss doch irgendwas dahinter stecken. Und genau deswegen wollen wir uns heute mal auf eine kleine Spurensuche begeben nach den schon fast legendären Windmühlen des Fichtelgebirges. Denn es gab nicht nur die in Hof, das darf ich jetzt schon verraten, da stand also wirklich mal eine, sondern es gab mehrere Windmühlen im Fichtelgebirge, die im 18. und im 19. Jahrhundert gebaut worden sind. Wir wollen uns heute mal mit dreien davon beschäftigen, und zwar mit der Windmühle in Hof, mit der in Münchberg und mit der, die eigentlich als letzte Sache hier mal gebaut worden ist und die sogar im 20. Jahrhundert existierte, mit der nämlich in Nagel. Fangen wir mal mit der in Münchberg an, weil das tatsächlich, soweit ich sagen kann, die erste gewesen ist, die überhaupt gebaut wurde. Aufmerksam geworden auf dieses Bauwerk bin ich zum ersten Mal in Karl Zapps Versuch einer Geschichte der Stadt Münchberg. Da taucht sie einmal in einer Nebenbemerkung auf, allerdings hat eben der Zapf jetzt nicht unbedingt viel dazu herausgefunden. Der Punkt aber war der, wenn er 1829 von der Existenz einer Windmühle im 18. Jahrhundert schreiben kann, dann ist ja die Spanne, das sind knapp 100 Jahre eigentlich gewesen, nicht unbedingt so groß, als dass er sich das komplett aus den Fingern gezogen hat. Und deswegen habe ich gedacht, muss ja irgendwas da dran sein. Ich habe mich also mit meiner guten Freundin Martina Michel, der Stadtarchivarin von Münchberg, schon vor einigen Jahren einmal auf die Spurensuche gemacht und wir haben tatsächlich etwas gefunden. Genauer gesagt einen Akt aus dem Jahre 1714. Und da drin heißt es folgendermaßen: Wegen oftermaligen Wassermangels, da im Sommer die Bäche und Wässerlein zum Teil austrocknen und versickern, wird es unser Mitbürger Georg Schädner, Weißbeck Allhier, gnädigst erlaubt, zu unserer höchsten Notdurft sein Vorhaben, den Windmühlenbau, ohne weitere Hindernis der Wassermüller fortzusetzen und instand bringen zu dürfen. Und damit haben wir jetzt tatsächlich schon mal mehrere ganz, ganz spannende Fakten herausgefunden. Zum einen, 1714 hat ein Weißbeck, das ist quasi der Bäcker gewesen in der damaligen Zeit, nicht zu verwechseln mit dem Konditor, das war eben derjenige, der die Süßwaren hergestellt hat. Der Weißbäcker war der, der Brot und Labler gebacken hat. Und dieser Weißbeck hat also 1714 in Münchberg das Gesuch gestellt, also eine Anfrage quasi eingegeben an den Magistrat der Stadt Münchberg, eine Windmühle bauen zu dürfen. Und das hat er jetzt nicht einfach grundlos gemacht, sondern deswegen, weil es oftmaligen Wassermangel gegeben hat. Dazu musst du wissen, dass in Münchberg zur damaligen Zeit 4 Mühlen existiert haben. Das waren allerdings allesamt Wassermühlen, die von der Pulschnitz angetrieben worden sind. Und das bedeutet natürlich, dass sobald es einmal eine Dürrekatastrophe gegeben hat, was im 18. Jahrhundert nicht selten der Fall war, das Wasser der Pulschnitz versiegte und dadurch keine der Mühlen in Betrieb genommen werden konnte. Wenn jetzt also ein Weißbeck auf die Idee kommt und sagt, Mensch, die Müller können mich in der Zeit nicht beliefern, ich baue mal einfach eine Windmühle, da bin ich quasi unabhängig von denen, unabhängig vom Wasser und kann mein eigenes Mehl produzieren, dann war das keine doofe Idee. Und genau das haben natürlich die Wassermüller auch gesehen, dadurch, dass ihnen durch die Windmühle eine schon fast ja, überirdisch große Konkurrenz erwachsen ist, weil ja eben die Windmühle mehr oder weniger einen gigantischen Wettbewerbsvorteil beim Wassermangel hatte, haben sie versucht, den Bau zu verzögern, angeblich sogar zu sabotieren. Es ist also öfter die Rede davon, dass beispielsweise das Bauholz für die Windmühle unter mysteriösen Umständen verschwunden. Da hat man also versucht, dem Herrn Schädner das Wasser im wahrsten Sinne des Wortes ein Stück weit abzugraben.
Das Spannende ist, die Windmühle, die in Münchberg konstruiert werden sollte, war höchstwahrscheinlich eine Bockwindmühle. Das könnt ihr euch so vorstellen, dass auf einem großen Holzbock, meistens aus drei einzelnen Stützen bestehend, der eigentliche Mühlenbau sich befand. Und das war dann eben wie ein viereckiger hölzerner Turm, der insgesamt gedreht werden konnte. Das wird dann später noch einmal wichtig werden. So ganz funktioniert zu haben, scheint allerdings die Windmühle vom Herrn Schädener nicht. Denn im Staatsarchiv in Bamberg, da gibt es einen Akt aus dem Jahre 1774, also 60 Jahre später. Und darin heißt es eben, dass vor einigen Jahrzehnten eine Windmühle gebaut worden sein soll in Münchberg, die allerdings schon nach kurzer Zeit wieder abgebrochen wurde, weil man sie nie so richtig in Gang bringen konnte. Woran genau es lag, das kann man heutzutage nicht mehr mit Sicherheit sagen. Wahrscheinlich war einfach der Standort denkbar schlecht gewählt, denn laut den Unterlagen stand die Windmühle am Grünen Wehr. Und damit befand sie sich inmitten der zwei leichten Anhöhen, dem Kreuzberg auf der einen Seite und dem Rohrbüch quasi auf der anderen. Und dadurch ist dann natürlich der Wind jetzt nicht unbedingt so gut hingekommen. Ich kann mir höchstens vorstellen, dass der Herr Schädener gedacht hat, er baut sie gerade schön da rein, dass das wie ein Windkanal funktioniert. Aber dummerweise weht halt der Wind in Münchberg meistens aus der Richtung, dass er quasi über die beiden Kuppen drüber bläst und dadurch im Tal unten so gut wie Windstille herrscht, was am Ende natürlich für eine Windmühle nicht unbedingt das Beste ist. Man sieht also schon, so ganz gut funktioniert hat es mit der Windmühle in Münchberg nicht. Aber trotzdem war der Herr Schädener nicht der Einzige, der im 18. Jahrhundert eine solche Idee hatte. Wir wissen beispielsweise, dass 1728 auch in Wunsiedel eine Windmühle gebaut werden sollte. Das hat man dann allerdings relativ schnell ad acta gelegt. Die wurde also nie tatsächlich konstruiert, sondern es gab nur die Planungen. Und auch in der Ludwigsmühle in der Nähe von Selbst soll sich einst eine Windmühle befunden haben, parallel quasi zur Wassermühle. Davon gibt es allerdings nur eine einzige Darstellung und sonst keinerlei urkundliche Erwähnung, weswegen eben auch mein lieber Freund Dieter Atzberger in seiner Studie zu dieser Mühle davon ausgeht, dass es vermutlich eher so ein Wunschdenken des Ludwigsmüllers war, da irgendwann einmal eine Windmühle hinzubauen, die aber eben am Ende auch niemals errichtet hat. Und spannend ist, eine weitere Bockwindmühle, die hat sich damals in den 1740er Jahren bei Tiersheim auf dem Galgenberg gedreht, allerdings ebenfalls nur für kurze Zeit, weil man auch die aus irgendeinem unerfindlichen Grund nie so richtig in Gang bringen konnte. Also das 18. Jahrhundert zeigte auf der einen Seite schon, die Menschen waren interessiert daran, gerade eben in Anbetracht der immer häufiger auftretenden Dürrekatastrophen. Im Übrigen leitet sich von einer solchen ja auch das berühmte Brunnenfest in Wunsiedel ab. Damals gab es einen Sommer fast ohne Wasser, die Brunnen sind versiegt und als dann das Wasser eben wieder zurückgekommen ist, dann hat man die Brunnen aus Dankbarkeit geschmückt, das tut man ja bis heute. Und aufgrund eben dieser immer häufigeren Katastrophen hat man jetzt versucht, sich von den Wassermühlen mehr oder weniger unabhängig zu machen und hat natürlich dann auch entsprechend experimentiert. Im 19. Jahrhundert nahmen diese Planungen dann noch einmal neue Fahrt auf. 1848, im Jahr des Baus der Ludwig-Süd-Nordbahn, der Fertigstellung dieser Magistralstrecke, hat der Georg Weidner in Hof ein Ansinnen vorgestellt, und zwar wollte er auch dort eine Windmühle errichten. Keine einfache Bockwindmühle mehr, wie im 18. Jahrhundert, sondern einen Galerieholländer. Das ist tatsächlich das, was wir eigentlich bis heute als Prototyp der Windmühle kennen. Ein gemauerter Turm, obendrauf dann eben eine drehbare Kappe. Das ist tatsächlich genau das, was man eben auch aus den Niederlanden oder aus Norddeutschland kennt. Auch von diesem Windmühlenbau haben sich Unterlagen erhalten im Stadtarchiv. Der Fred Händel hat die schon vor einigen Jahren einmal ausgewertet. Und so hat er beispielsweise folgendes Gesuch gefunden. Darin heißt es: Fast alle Jahre kommt es entweder im Sommer bei anhaltender Trockenheit oder im Winter bei lang andauerndem starken Froste vor, dass Wasserklemme eintritt und dann die hiesigen Mühlen den Bedarf des Publikums nicht mehr zu fördern vermögen. Aus dem Grunde war schon mehrfältig die Absicht ausgesprochen worden, entweder Rossmühlen oder Windmühlen zu erbauen. Allein mit dem Verschwinden des Wassermangels schwand auch die Lust zur Erbauung der fraglichen Mühlen. Auch heuer ist der Wassermangel wieder sehr fühlbar und sowohl die Bäcker als die übrigen Einwohner sind in ihrer Broterzeugung gehemmt und müssen vielfach auswärts mahlen. Diese Tatsachen haben mich den Beschluss fassen lassen, eine Windmühle nach der hiermit übergebenen Zeichnung zu erbauen. Fertiggestellt worden sein muss die Mühle wahrscheinlich schon kurze Zeit später, also entweder 1848 oder 1849 zum spätestmöglichen Zeitpunkt.
Allerdings hat sie einmal mehr nicht so ganz gut funktioniert und den Erwartungen nicht ansatzweise entsprochen, denn schon 2 Jahre später, 1851, lesen wir von der Konkurssache des Windmüllers Weidner zu Hof. Das heißt also, er hat sein ganzes Geld da reingesteckt, es hat am Ende nicht geklappt, wie er sich's vorgestellt hat, und dann ist er sogar noch in den Konkurs gerutscht. Noch im gleichen Jahr ist die Windmühle an Friedrich Lutsch verkauft worden, aber auch der hat leider nicht mehr Glück damit gehabt, denn sie ist kurze Zeit nach dem Erwerb abgebrannt. Ob das jetzt eine warme Sanierung war, wie man ja heute gern dazu sagt, oder tatsächlicher Unfall, gerade in den Mühlen sind natürlich ganz oft den berüchtigten Mehlstaubexplosionen zum Opfer gefallen, das kann man heute nicht mehr sagen. Auf jeden Fall hat der Herr Lutscher gute Versicherung gehabt und konnte die Windmühle kurze Zeit später etwas modernisiert wieder aufbauen lassen. Aus der Zeit hat sich sogar der Konstruktionsplan erhalten, auf dem er eben diesen wunderschönen Galerieholländer wunderbar erkennen kann. Diese Mühle ist 1855 fertiggestellt und in Betrieb genommen worden, aber ihr könnt es euch schon denken, sie hat ebenfalls nicht so ganz gut funktioniert. 5 Jahre später ist dann schon die Rede von der ehemaligen Windmühle. Nebendran hat man mittlerweile das Müllerhaus zu einem normalen Wohnhaus umgebaut gehabt und Stall ergänzt. Die Mühle ist dann einfach irgendwann abgebrochen worden. Aber es gibt immerhin von ihr noch ein paar Darstellungen, die tatsächlich beweisen, dass sie einst dort bestanden hat, wo eben bis heute der Windmühlenweg, wir haben uns ja vorhin schon kurz darüber unterhalten, von ihrer Existenz zeugt. Und das finde ich wahnsinnig spannend, dass also neben den Gebäuden natürlich auch die Straßen wunderbare Geschichten aus der Vergangenheit erzählen können und dazu einladen, sich auf Spurensuchen zu begeben. Wir wollen jetzt so zum Abschluss noch einmal eine Windmühle anschauen, die sehr viel später errichtet wurde, und zwar im Jahre 1914. Damals hat der Bauer Johann Braun aus Nagel eine gebrauchte Bockwindmühle in der Lüneburger Heide gekauft, hat sie dort abgebaut, nach Nagel transportiert und dann eben dort wieder errichtet, wobei er den dreistützigen Bock durch ein gemauertes Erdgeschoss, sage ich einmal, durch einen gemauerten Unterbau ersetzt hat. Darauf wurde dann die Mühle gestellt, allerdings eben trotzdem auf einen Dorn in der Mitte, deswegen ist es de facto immer noch eine Bockwindmühle gewesen und dann war das Ding einsatzbereit. Dummerweise kam noch im gleichen Jahr der Ausbruch des Ersten Weltkriegs dazwischen und so konnte die Mühle nie so richtig in den Großbetrieb gehen. Sie wurde aber für immerhin 8 Jahre genutzt, erst von Johann Braun, später dann von seiner Frau, bis 1922 der Blitz eingeschlagen hat und sie abgebrannt ist. Der Sockel des Fundaments, sage ich einmal, oder eben dieser Unterbau, der ist dann noch einige Jahre lang als Schafstall benutzt worden, ist allerdings mittlerweile, soweit ich weiß, ebenfalls verschwunden, sodass von dieser wunderbaren letzten Windmühle des Fichtelgebirges leider ebenfalls keinerlei Zeugnis mehr erhalten geblieben ist. Aber das Spannende ist, und ich denke, das können wir jetzt so zum Schluss festhalten, die Leute bei uns in der Heimat waren niemals dumm. Das ist generell so ein Fehler, den wir heutzutage machen, dass wir immer der Meinung sind, dass jeder, der vor unserer Zeit gelebt hat, automatisch dümmer gewesen sein muss als wir heutzutage. Ganz im Gegenteil, muss ich sagen. Damals also, als man im 18. Jahrhundert festgestellt hat, dass dieses Verlassen, sage ich einmal, allein auf die Wassermühle immer wieder zu Problemen geführt hat, hat man nach einer Lösung gesucht und hat sie in den Windmühlen jedenfalls zum Teil gefunden. Vorhin hat ja der Herr Weidner auch in seiner Quelle noch erwähnt gehabt, oder beziehungsweise in seiner Aussage, dass auch Rossmühlen, sogenannte Güpelmühlen, immer mal wieder gebaut worden sind. Und auch das hat man damals gemacht. Man war also sich durchaus darüber im Klaren, dass man gegen diese Situation etwas tun musste und konnte und hat entsprechend gehandelt. Das waren also damals schon die Macher, mit denen ja heutzutage das Fichtelgebirge und der Landkreis Wunsiedel so gern werben. Ich hoffe auf jeden Fall, dass unsere kleine Spurensuche entlang der legendären und ja teilweise geheimnisvollen Windmühlen des Fichtelgebirges euch ein bisschen Spaß gemacht hat. Und so bis zum nächsten Mal. Servus und Ade dabei.